Ihr Lieben, willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt religiöse Zwänge. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die unter religiösen Zwängen irgendwann vielleicht mal sehr gelitten haben oder im Moment sogar auch noch leiden. Gehört ihr einer religiösen Gemeinschaft an, unter der ihr leidet, die euch Angst macht, die euch vielleicht zu Dingen zwingt, die ihr gar nicht wollt? Vielleicht habt ihr euch aber auch aus einer solchen Gemeinschaft selbst befreit und könnt darüber erzählen, wie schwierig das war. Vielleicht befindet ihr euch aber, wie gesagt, auch noch in einer solchen religiösen Gemeinschaft und traut euch nicht rauszugehen, weil die Familie da ist, weil vielleicht der Ehemann da ist, die Ehefrau, und ihr von euch aus oder die Eltern von euch aus einfach nicht die Kraft habt, zu sagen, nein, das ist nicht meine Welt, ich möchte gerne anders leben, ich möchte freier leben, und ihr macht es mit. Also religiöse Zwänge, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben. Mein erster Anrufer heute Nacht ist 18 Jahre alt und heißt Hamzi. Hallo. Hallo? Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Du bist Hamzi. Ja, genau. Ja. Du hast dich bei mir gemeldet zu diesem Thema, religiöse Zwänge. Genau, es ging uns halt darum, ich habe eine deutsche Freundin, seit 2,5 Jahren. Und vorher ging es auch schon schlecht in meiner Familie, also auf das geschlagen, habe ich nicht getraut, in der Schule umzuziehen, hatte halt blaue Flecke überall, deswegen nicht getraut. Sag mal, aus woher deine Familie kommt, aus welchem Land? Aus dem Libanon. Aus dem Libanon. Und ja. Du bist du hier geboren in Deutschland? Ich bin hier geboren in Deutschland, ja. Genau. Und seid ihr Moslems? Ist die Familie? Moslems, ja. Genau. So, jetzt habe ich das gerade nicht richtig verstanden. Du bist auch geschlagen worden zu Hause? Sehr oft. Und habe ich dann im Sportunterricht halt nicht getraut, mich umzuziehen, dass dann mit der Mitschüler nicht sehen, dass ich zu Hause halt geschlagen werde. Mhm. Warum wurdest du geschlagen? Zum Beispiel, jetzt ist ja religiös kein Schwanzfleisch zu essen. Man ist Kind, ich war da 11 Jahre alt, dann macht man halt mal sowas vielleicht. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, weil du Schweinefleisch gegessen hast? Genau. Ach so. Oder weil ich in der Schule, es gibt ja kein Jugendlicher, kein Kind, das mal in der Schule missgebaut hat. Das ist ja. Jedes Kind macht sowas mal. Lass mich mal fragen mit dem Schweinefleisch, wie ist denn das überhaupt rausgekommen, wenn du Schweinefleisch gegessen hast? Ja, dann, ich war Kind, ich bin nach Hause, hab das gesagt. Ach so, und du hast das ganz unbefangen gemacht, du hast dir gar nicht viel dabei gedacht. Ja, weil ich war noch Kind, ich habe nicht so gewusst, dass man das nicht essen darf, genau so. Ich war ja gerade als 11 oder 10 Jahre alt, war ich da gerade mal. Ja, aber eigentlich werdet ihr doch so erzogen, ne? dass man das nicht essen sollte. Ja, das wird man eigentlich erzogen, aber ich habe ja nicht so lange gedacht und habe es einfach gesagt. Und dann ging es los. Dann Stock rausgeholt oder mal ab und zu mal einen Gürtel, ab und zu mal einen Schlappen, ab und zu mal eine Eisenstange. Halt das, was gerade da war. Wie hat denn dein Vater oder deine Eltern dir das erklärt, dass man kein Schweinefleisch essen sollte? Dadurch. Ja. Gab es auch noch eine vernünftige Erklärung als denn nur die Stockschläge? Das ist die Erklärung gewesen bei uns. Das war die Erklärung. Mhm. So, dass man also geschlagen wird und Angst hat, es nochmal zu machen, damit man nicht nochmal geschlagen wird. Mhm. Ja. Aber ich meine so, wenn man geschlagen wird, dann macht man immer weiter, finde ich so. Das ist so bei mir gewesen. Und jetzt halt die Neuzeit, seit 2,5 Jahren habe ich eine Freundin. Eine Deutsche? Eine deutsche Freundin, ganz genau. Und da ging es halt richtig rund, wurde richtig geprügelt zu Hause. Ein Jahr durchgehend Hausarrest gehabt. Ach, das heißt, du hast das nicht heimlich gemacht, sondern du hast es dann gleich erzählt. Hier, ich habe eine Freundin und das ist eine Deutsche. Ich meine, es ist doch meine Familie, sonst wissen wir nicht. Also irgendwann kommt es ja raus. Und ich gehe ja mit dir auf der Straße raus, oder nicht? Ja, aber ich finde es mutig von dir, wenn du schon weißt, wie zu Hause, wie es da lang geht und wie hart das ist, dass du dann das gleich gesagt hast. Du konntest dir ausrechnen, was dir dann droht und blüht. Ich wusste, dass mir auch was mir droht, aber ich habe es gesagt zu dir, meiner Freundin. Meine Freundin wollte das halt gerne, dass ich es sage. Und ich habe sie halt gesagt, dann mache ich das halt. Ja, ich finde es gut. Also nicht, dass du denkst, ich kritisiere. Ich finde das schon sehr mutig von dir, das zu tun. Dankeschön. Wie lange hast du die Freundin jetzt schon? Jetzt 2,5 Jahre, jetzt schon verlobt. 2,5 Jahre schon? Ja, und dann ging es halt darum, hatte ich ein Jahr am Stück Hausarrest, halt nur Schule und nach Hause. Und nach der Schule bis 11 Uhr abends nochmal arbeiten, dann um 5 Uhr morgens wieder aufstehen, zur Schule gehen. Also mein Alltag war... Und während dieser Zeit warst du schon mit deiner Freundin zusammen? Ich war mit meiner Freundin zusammen, konnte sie halt nie sehen. Das Einzige, wie sie sehen konnte, war halt blau zu machen in der Schule. Ach so.
halt, weil ich sie da unbedingt sehen wollte. Oder von der Telefonzelle anrufen. Das heißt, in diesem Jahr hast du deine Freundin gar nicht oft gesehen. Und sie hat trotzdem noch zu mir gehalten. Super. Genau. Mhm. Mhm. Und ja, und dann habe ich irgendwie, war mein Eltern ausgekriegt, dass ich ab und zu geschwänzt habe. Ich habe auch mit meinen Lehrern gesprochen darüber. Mhm. Die haben mir sogar gesagt, ich darf. Die haben, meine Lehrer haben mir gesagt, ich darf. Sie haben mir erlaubt, halt meine Freundin zu sehen. Mhm. Und dann habe ich halt 3 Monate am Stück Schulverbot gekriegt. Ich durfte nicht zur Schule gehen. Das haben die Eltern dann so verfügt? So verfügt. Ich war auf der Berufsschule, da durfte ich nicht zur Schule gehen, 3 Monate lang. Ja, und dann... Das hat doch auch Folgen dann für deine Ausbildung, oder? Genau. Und dann, aber von meiner Freundin, der Vater ist halt Polizist. Mhm. Das war das Gute für mich. Ich habe gedroht, meine Eltern entweder lassen mich wieder zur Schule gehen oder ich mache was mit der Polizei. Mhm. Und dann war dieses Jahr, war ja Krieg im Libanon. Ja. Und dann sind wir halt vorher, bevor der Krieg angefangen hat, runtergegangen in Urlaub. Aber da war schon so kritisch, war ja vorher schon so kritisch. Ja. Da habe ich meinen Eltern gedacht, Mama, nicht jetzt, ich gehe nicht mit runter. Und dann bin ich gezwungen, mit runter zu gehen. Ja, und dann ging es halt Krieg los. Dann saß ich 2 Jahre da im Krieg. Da habe ich meinen Eltern gesagt, wenn mir jetzt was passiert, ist es eure Schuld, weil ich wollte nicht mitgehen. Mhm. Meine Eltern haben gesagt, wir hoffen, es passiert hier was. Wir beten dafür, dass hier was passiert. Die Eltern haben gesagt, wir beten, dass hier was passiert? Ja. Verstehe ich nicht, warum? Ja, halt, weil ich halt ungläubig wäre. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Die haben gehofft, dass da unten etwas passiert, also mehr Krieg kommt, oder haben die gehofft, dass dir etwas passiert? Mir. Ach, dass dir da unten was passiert? Dass mir das passiert. Oh, das ist aber hart, wenn Eltern das einem Sohn sagen. Das ist, und dann habe ich gesagt, wo ich das gehört habe, ich so, jetzt reicht es. Bin dann 18 geworden, habe gesagt, jetzt reicht's, Sachen gepackt, um 6 Uhr morgens, Sachen gepackt, nach Hause, abgehauen. Meine Eltern und meine anderen Geschwister waren am Schlafen und haben es nicht gemerkt. Und dann bin ich einfach rausgegangen. Und dann bin ich zum Freund gegangen, hab dann da halt ein paar Stunden da geblieben, bis meine Familie halt weg waren. Ja. Also die waren ja nach mir am Suchen. Mhm. Und dann bin ich halt zu meiner Freundin gegangen, hab dann 2 Monate da gewohnt. Das ist ja heftig. Wo bist du jetzt im Moment? Jetzt habe ich eine eigene Wohnung, versteckt. Die Adresse darf nicht weitergegeben werden, weil war ja richtig viel. Ich mit Ehrenmord wurde gedroht, also mir Kopf abhacken, meine Freundin Kopf abhacken. Mhm. So genau wortwörtlich wurde das gesagt. Mhm. Gibt es noch mehr Familienmitglieder? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, mein Onkel kam mal darüber, da musste meine Freundin nach Hause, meine Brüder waren da. Wie viele Brüder hast du? 2 größere Brüder. Ja. Meine Bekannte von meiner Familie waren auch da. Anrufe habe ich bekommen, Drohanrufe. Mhm. So. Ja, und dann zum Glück ist ja der Polizist, von meinem Freund, der Vater, der Polizist. Ja. Und dann wurde ich halt beschattet und mit Anzeige wegen Bedrohung. Das heißt, du lebst jetzt komplett anonym? Damit die dich nicht finden und du hast wirklich Angst um deine Gesundheit und Angst um dein Leben, wenn sie dich denn fänden. Ja, ich habe wirklich Angst. Ich habe so mal gedacht mit Selbstmord, weil das ist ja kein Grund mehr. Die Beziehung von meiner Freundin leidet auch darunter, meine Freundin. Aber die Beziehung ist dennoch nach wie vor, die ist noch da, die Beziehung. Die sind ja abends jetzt frisch verlobt und die ist noch da, aber die leidet, mein Freund leidet darunter, ja, wie ich leide. Ja, wie geht denn das jetzt mit deiner, was machst du eine Ausbildung zurzeit oder was? Kfz-Mechatroniker, genau. Und das ist auch anonym? Deine Familie weiß nicht, wo du die Ausbildung machst? Ich weiß es nicht, ich wurde sogar jetzt am Blinddarm, wurde mir raus operiert und mein Magen war was, da wurde auch operiert und ich lag 2 Wochen im Krankenhaus, meine Familie weiß gar nichts davon, das ist auch ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ja, weil ihr Sohn, also von meinen Eltern, der Sohn wird operiert, hat eine Krankheit am Bauch, am Magen halt sowas und Blinddarm wurde raus operiert und die wissen nichts davon. Also das fand ich, also für mich so als Sohn, weil wenn man im Krankenhaus liegt, aber nachdem, was da jetzt passiert ist, ist das jetzt auch egal, ob die das wissen oder nicht wissen. Für mich ist es einfach so, es ist eine Familie. Ja, natürlich. Hansi, das ist mir völlig klar. Ich bin ja, wenn ich solche Sachen höre, sowieso immer fassungslos vor Entsetztheit, dass Familien ihren Kindern so etwas antun. Gab es denn in der Familie keinen Bruder, nicht die Mutter, irgendjemand, der so ein bisschen auf deiner Linie war, mit dem man hätte reden können? Keiner. Und das Ganze wurde alles religiös begründet. Ja. Weil eine deutsche Frau ist weniger wert als eine libanesische Frau. Ja, weil die einen falschen Namen hat. Aber ich muss sagen, im Koran steht aber nicht, dass der Mann keine Christin heiraten darf. Mhm. Er darf nur welche nicht heiraten, die nicht an Gott glauben. Die Christen, die glauben an Gott. Zum Beispiel die Inder, die glauben an diesen Elefanten, da weiß ich auch nicht, was das ist. Hat diese Statue. Das sind Hinduisten, die haben ganz verschiedene Götter und so weiter. Ja, und die Christen glauben an Gott.
Und deswegen steht im Koran nicht, dass verfolgte Christen beispielsweise nicht heiraten dürfen. Das steht nicht drin. So, jetzt hast du dein ganzes Leben quasi. Du bist erstmal gerade 19 Jahre alt, also ein ganz junger Kerl. Und hast schon so viel miese Sachen erlebt, wegen religiöser Vorstellungen. Wie denkst du denn selbst über Gott, über die Religion? Bist du ein gläubiger Mann? Ich bin gläubig, ich glaube ja daran. Ja. Und ich habe meiner Mutter auch gesagt, da steht nicht drin, dass man die nicht heiraten darf. Ich habe da auch irgendwo angelesen. Also, du hast eine ganz andere Form des Glaubens. Du sagst auch, ich glaube an Allah, ich bin Moslem, aber ich deute die Schrift ganz anders, als ihr sie deutet. Ja, man sagt, jetzt steht drin, man darf keinen Alkohol trinken. Ich trinke keinen Alkohol. Es gibt nicht viele Jugendliche in meinem Alter, die keinen Alkohol trinken. Stimmt, ja. Ich gehe nicht auf Partys, ich esse kein Schweinefleisch, jetzt doch nicht mehr, früher mal ab und zu, aber... Früher war ich noch ein Kind. Da war ich ein Kind. Wie soll das denn alles jetzt weitergehen? Ich meine, du lebst jetzt, das ist ja ein Leben letztendlich in einer Zwangsjacke, in der du lebst. Du bist zwar frei, aber eigentlich bist du nicht frei, weil du immer Angst haben musst. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich Angst, irgendwie gesehen zu werden. Ja. Dann sind wir dieses Jahr, also jetzt Silvester mit meiner Freundin nach Hamburg, habe ich da Urlaub gemacht in Hamburg, um irgendwie alles zu vergessen, eine Woche lang. Ja, und dann waren wir da, sie mussten da aber durch ein Dorf fahren, wo ich gewohnt habe früher, den Zug herfahren. Ich habe einen Kampf gekriegt, ich bin irgendwie zusammengebrochen vor Zitter, wo ich da im Zug saß. Da kam der Schaffner rüber, hab mich beruhigt, da hat irgendwie so ein Beruhigungstabletter noch zum Glück gehabt, weil er auch so ab und zu Anfälle kriegt, der Schaffner. Habe ich sehr Glück gehabt, dass er auch Beruhigungstabletter hatte für mich, wo ich daher gefahren bin mit dem Zug. Das heißt, nur das Durchfahren durch diesen Ort, obwohl ihr da gar nicht gehalten habt, oder habt ihr gehalten? Nein, das war ein kleines Dorf. Nur durchfahren, hatte ich schon Angst. Ja, aber auch verständlich, kann ich auch verstehen. Dann bin ich zusammengebrochen und da habe ich gesagt, zu meiner Freundin habe ich es angeguckt mit Tränen in den Augen. Hab ich ihr gesagt, tut mir leid, mein Schatz, ich kann nicht mehr. Und dann wollte ich einfach gesagt, ich beende mein Leben, weil so kann ich ja nicht weiterleben. Aber es gibt für dich keine Überlegung zu sagen, ich verlasse meine Freundin und gehe zurück zu meinen Eltern und unterwerfe mich den Vorstellungen von meinen Eltern. Diese Gedanken gibt es nicht. Nein, das ist ganz klar für dich. Ganz klar, ja. Aber da muss ich dir wirklich nochmal sagen, Respekt, was für Nerven du hast und wie mutig du bist. Ja, was soll man sonst machen? Ja, Gott, du kennst hunderte von anderen Menschen, die in deiner Situation sind, die sich nicht so verhalten. Dem will ich ja sagen, habt Mut, kämpft dagegen an. Es hat bei mir 18 Jahre gebraucht, aber irgendwann schafft man das. Jetzt habe ich mal vor kurzem, das war vor 3 Tagen, ein Telefonat von meiner Mutter zu meiner Freundin nach Hause, dass sie mich gern wiedersehen will und dass sie mich respektiert. Meine Mutter sieht es langsam ein. Ah ja. Also da bricht die Front so ein bisschen, es bröckelt so ein bisschen. Ja, Mann, es ist eine Mutter. Irgendwann ist die Mutter, ja. Irgendwann blutet ein Herz von einer Mutter, wenn der Sohn weg ist. Ja, ich will jeden Mut machen da draußen, probiert es. Irgendwann sehen sie es ein. Es gibt ja mittlerweile schon so eine Art Selbsthilfegruppen für Leute, die in ähnlicher Situation sind, wie du es bist. Die eben auch aus muslimischen Familien kommen und du solltest erlebt haben. Ich habe mal danach rangedacht, so Therapie zu machen, aber dafür habe ich kein Geld. Nee, das ist auch keine Therapie, das ist einfach erstmal so ein Anlaufpunkt für Leute mit gleicher Problematik. Da würde ich dir gerne jetzt mal eine Information gleich über meine Psychologin geben. Ja. Ich fände es gut, wenn du einfach einen Ansprechpartner hättest, der dich wirklich rundum versteht und du nicht alleine da bist und auf schlimme Gedanken kommst, Stichwort Selbstmord. Ja, das habe ich mal gedacht. Lieber Hansi, du legst bitte auf und wir, das heißt meine Psychologin, die Elke, ruft dich jetzt an und wird dir die entsprechenden Informationen geben. Ich wünsche dir viel Kraft und respektiere deinen Weg und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und viel Glück. Dankeschön, Tim. Tschüss. Ich wollte nur sagen, deine Sendung ist richtig toll. Ich gucke es mir jeden Abend an. Dankeschön, sehr nett, dass du es sagst. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt religiöse Zwänge. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die das Gefühl haben, wirklich unter einem religiösen Zwang zu stehen. Das heißt, dass sie sich nicht trauen, ihren eigenen Weg zu gehen, weil die Familie da ist, weil die Eltern da sind, weil der Mann vielleicht da ist. Religiöse Zwänge in dem Sinne, dass von euch Dinge verlangt werden, die ihr eigentlich nicht für richtig haltet, die euch Angst machen vielleicht sogar, die euch auch zu einem Verhalten zwingen, das nicht euer Verhalten ist. Wenn ihr frei wärt, würdet ihr ganz anders euch verhalten. Also religiöse Zwänge, wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de.
Weiter geht es mit der Sandra und Sandra ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Sandra. Grüß dich. Ja, religiöse Zwänge. Genau. Was ist es bei dir? Ich habe heute etwas erfahren, was ich weniger lustig fand. Und zwar hat bei uns in Berlin-Charlottenburg eine Scientology-Filiale eröffnet. Ah ja. Und zwar nicht heute, sondern vor einigen Tagen oder wie auch immer. Und das ging heute auch groß durch die Medien. Und ich habe durch Zufall erfahren, dass mein Sohn wirklich tatsächlich schon da war. Also die haben ihn schon gekriegt. Ich habe gestern ich glaube in den Tagesthemen war es sogar, in einer großen Nachrichtensendung genau darüber gesehen und gehört, dass Scientology auch versucht, Jugendliche irgendwie zu ködern. Richtig. Und jetzt ist dein Sohn schon ein Opfer. Genau, und ich habe eigentlich nur so spaßeshalber heute mal nachgefragt, wie er denn dazu steht und ob er das wüsste. Hm. Und er hat mir dann erzählt, dass er da schon in diesem Verein war. Und was haben die, wie haben die Kontakt aufgenommen mit deinem Sohn und was haben die mit dem Sohn gemacht? Also die stehen Tatsache in der Nähe der Schule an der Bushaltestelle und sammeln da die Kinder ein. Also ich habe jetzt das Glück, dass er schon relativ erwachsen ist und er ist dann mit ein paar Kumpels rein und die haben sich einen Spaß draus gemacht, aber ich konnte ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass er wirklich da drin war. Ja, das reicht ja auch völlig aus. Das heißt, die stehen an der Schule und wo gehen die dann rein? Ist da ein Bus oder irgend sowas? Die Schule, die stehen an der Bushaltestelle und versuchen da die Kinder einzufangen. Das ist unwahrscheinlich. Ja, was heißt einfangen? Was machen die dann mit dem Kind? Ja, komm mal mit und wir machen mal einen Test und wir gucken mal, wie geeignet du bist, wie intelligent du bist. Also die sprechen die durchaus freundlich an? Ja, natürlich. Und es sind durchaus gepflegte, attraktive Menschen, irgendwie auch relativ jung. Und das ist alles so, im Umkreis von 100 Metern, ja? Mhm. Was hat dein Sohn genau gemacht? Hat das dir erzählt? Also er sagte, wie gesagt, dass er mit einigen Leuten in der Vorhalle war und sich da ein paar Prospekte angeguckt hat. Und da die eine etwas größere Gruppe von schon älteren Schülern waren, haben die sich jetzt nicht wirklich beeindrucken lassen und sind dann wieder raus. Dein Sohn ist wie alt? Der ist 16. 16? Der wird jetzt bald 17, ja. Ah, ja. Genau. Also ist weiter nichts passiert, als dass sie in die Vorhalle gegangen sind und haben sich Prospekte geholt. Ja. Aber dennoch weiß ich, dass zum Beispiel diese Scientology-Leute oder Fänger, sage ich mal fast, in der Schule schon waren, sich sogar in die Vorhalle begeben haben und jüngere Schüler wirklich versucht haben abzugreifen, den Flyer in die Hand gedrückt haben. Ich finde das unfassbar. Ich meine, da solltet ihr jetzt natürlich als Eltern initiativ werden, gerade an der Schule. Genau das. Und aber trommeln auf das Problem aufmerksam machen und dass die Lehrer auch in den Schulen diese Thematik erläutern und erörtern. Richtig, so sieht's aus. Denn die Scientologen, das ist ja ein sehr geschicktes Volk, die sehr rhetorisch unter Umständen brillant sind. Und da muss man schon sich gut munitionieren, um da auch dann was gegenzuhalten. Richtig. Man muss ja auch dazu sagen, dass die sich also einen brillanten Stellplatz für ihr Gebäude ausgesucht haben. Ja. Also da sind Schulen im Umkreis mindestens 5, 6, 7, ja? Mhm. Und die sind da kräftig unterwegs und lassen sich auch nicht mal verweisen, ja? Und das habe ich heute auch mitbekommen in den Medien, dass die wirklich in die Schulen gehen und da musste die Polizei anrücken, um die loszuwerden. Ja. Finde ich unfassbar. Dein Sohn ist 16 Jahre alt, das heißt durchaus ansprechbar, man kann diskutieren. Hast du mit ihm über Scientology diskutiert? Natürlich. Wie steht er dazu? Was sagt er? Aber früher schon, hier durch diese Tom Cruise-Geschichte und so, haben wir da eh schon drüber gesprochen. Und wie gesagt, er ist da nicht besonders anfällig für. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sag mal, eine Person, die 2, 3 Jahre jünger ist. Ja, er sagt das nicht. Also mit dem Alter hat das nun wirklich nichts zu tun. Es gibt gestandene, hochgebildete Leute, die denen auf den Leim gehen. Ja. Ne? Also, aber du hast keine Sorge, dass dein Sohn sich da irgendwie reinziehen lässt? Mein Sohn persönlich nicht, nein, aber andere wie du auch gerade sagtest, aber vielleicht gibt es sogar in seinem Umfeld Leute, die darauf anspringen, ja. Mir ist das ja beispielsweise auch. Heftig. Ich finde es ja auch unfassbar, dass solche Hollywood-Stars damit auch noch hausieren gehen und das gäbe es ja Gott sei Dank in Deutschland nicht. Ich glaube, wenn ein Topstar in Deutschland sich zu einer derartigen Sekte bekennen würde, wäre er die längste Zeit Topstar gewesen. Richtig. Aber in Amerika. Diese Leute auch nicht mehr unter Beobachtung stehen, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Das taten sie ja lange Zeit, ne?
Ja. Aber leider nicht mehr. Also ich glaube, die agieren sehr geschickt im Stillen und im Untergrund und sehr raffiniert und sehr intelligent und man muss wirklich auf der Hut sein. Richtig. Ja. Ich wollte das nur nochmal anmerken, also das ist wirklich unmittelbar hier bei uns und aber ich arbeite kräftig dagegen und überlege mir natürlich, welche weiteren Schritte auch ich jetzt irgendwie tun kann. Ja, ich würde mit dem Schulleiter Kontakt aufnehmen. Und ja, mit der Eltern. Bin ich eh ganz gut. Ja, und mit der Elternversammlung, also auf jeden Fall richtig trommeln, damit da viel Information kommt, vielleicht auch die örtliche Presse nochmal einschalten und so weiter. Und wollte nur nochmal darauf aufmerksam machen, dass das jetzt hier wirklich bei uns ganz akut ist in unserer Ecke in Charlottenburg. Das ist ja gut, dass du es auch hier bei uns nochmal erwähnt hast. Je öffentlicher es wird, desto besser das ist es. Denke ich auch. Ja. Okay. Liebe Sandra, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Und der nächste Anrufer, das ist der Patrick. Und Patrick ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Patrick. Moin. Ja, guten Morgen, Patrick. Ja. Du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet. Warum? Was ist los? Es geht darum, also ich soll nächstes Jahr eine türkische Frau heiraten. Mhm. Du sollst eine türkische Frau heiraten? Ich soll eine türkische Frau heiraten. Wer sagt das? Mein Vater entschieden, mein Vater. Und du bist Deutscher? Ich bin Deutscher, ja. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Türke. Ach so, also so eine binationale Familie. Ja, ganz genau. Der Papa ist Türke. Ja. Mhm. Und jetzt hat der Vater entschieden, dass du eine türkische Frau heiraten sollst. Ganz genau. Kennst du denn diese türkische Frau schon? Nein, überhaupt nicht. Wo lebt denn diese türkische Frau? In der Türkei. Wo genau, weiß ich auch noch nicht. Das wurde mir auch letzte Woche erst vom Kopf geschlagen. Ja. Und keine Ahnung. Ich bin auch nicht religiös irgendwie aufgewachsen. Mein Vater ist zwar religiös, ich nicht. Ja. Aber, tja, und ich. Wie war denn so, also dein Vater ist religiös und deine Mutter, ist die auch religiös? Meine Mutter ist nicht religiös. Die ist nicht, das hat also in der Ehe zwischen den beiden immer geklappt, dass er religiös ist und sie nicht. Ja, absolut. Das hat immer geklappt bis jetzt. Alles. Ja. Wie war das denn, ehe wir das jetzt vertiefen, wie war das denn so in deiner Kindheit? War das alles relativ locker, so wie wir das hier so kennen? Oder gab es da auch? Ne, das war alles ganz locker. Ich durfte auch Schweinefleisch essen. Ja. Ich wurde auch nicht religiös aufgezogen irgendwie. Ja. Halt wie ein Deutscher aufgezogen wird. Ja. Also du warst doch noch nie, warst du schon mal in einer Moschee? Nein, ich war noch nicht in einer Moschee. Du warst noch gar nicht in einer Moschee. Das ist aber wundersam, dass dein Vater dich nicht versucht hat. Das wäre nur auch absolut in Ordnung, wenn er seinen Sohn religiös erziehen hätte wollen. Warum hat, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn auch nicht darüber gefragt oder sowas in der Art. Gab es denn enge Kontakte so in den letzten Jahren zu den türkischen Verwandten? Nee, auch nicht. Also auch nicht? Mein Vater hat die über Ecken kennengelernt irgendwie, die Familie, von der die ich heiraten soll. Und jetzt hörst du das aus heiterem Himmel, sagt dein Vater zu dir, pass auf, du heiratest jetzt, wann, nächstes Jahr oder wann? Nächstes Jahr ungefähr. Nächstes Jahr heiratest du eine türkische Frau. Hat er das so dir am Küchentisch gesagt oder wie? Ja, ganz genau, einfach so. Ja, aber da schlägt man doch um, oder? Was hast du denn da gesagt? Ja, ich habe in dem Moment gar nichts gesagt. Ich bin einfach in mein Zimmer rein und am Computer und dann... Und er hat es durchaus ernst gemeint? Ja, da hat er durchaus ernst gemeint. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, hat er abgeblockt, hat gesagt, das ist entschieden, das wird so gemacht. War deine Mutter auch dabei? Meine Mutter war auch dabei. Was sagt die? Also, die hat nicht viel zu sagen hier. Aha. Also, ich weiß nicht warum, also mein Vater hat alles zu sagen, meine Mutter hat nichts zu sagen. Das war immer schon so? Das ist immer schon so, ja. Ja. Bist du eigentlich das einzige Kind oder gibt es mehrere? Ich bin mehrere, also ich habe noch zwei Geschwister, zwei Brüder. Ja. Die sind jünger als ich. Hattest du denn so als Kind oder auch jetzt noch Kontakt zu Oma und Opa aus der türkischen, von der türkischen Verwandtschaftsseite? Ja, die sind schon tot. Also de facto gab es gar keinen Berührungspunkt, keinen religiösen Berührungspunkt zum Islam und auch keinen Berührungspunkt zu der türkischen Verwandtschaft. Ganz genau. Und jetzt plötzlich konfrontiert er dich damit. Ja. Wie begründet er das? Ja, ich habe ihn versucht zu fragen, er hat gesagt, er blockt totaler Abhalt, sagt, das ist entschieden, das wird so gemacht. Und ja, keine Ahnung. Aber da muss dir doch jetzt Angst und Bange werden. Ja, wird mir auch. Aber ich bin ja schon 18, da bin ich am Überlegen, ob ich abhaue und mir eine Wohnung hole. So. Ja. Also dann komplett hiermit abgeschlossen dann mit dem Thema. Und aber das muss doch für deine Mutter auch eine sehr schlimme Situation sein. Sie weiß doch, wie du denkst und wie du fühlst. Und wahrscheinlich wird sie ja genauso denken und fühlen. Ja, bestimmt. Innerlich denkt sie bestimmt auch so.
so, aber sie traut sich halt nicht zu sagen. Ich habe schon versucht, mit ihr zu reden. Also auch unter vier Augen, du mit deiner Mutter, das funktioniert auch nicht, das Gespräch. Ne, funktioniert nicht. Was, ja, aber sie muss doch irgendwas sagen. Sie muss doch sagen, er will es halt so oder es ist furchtbar. Sagt, sie muss doch irgendwas sagen. Oh, sie meinte, das ist halt so, dein Vater hat das entschieden. Da kann ich auch nicht viel gegen ändern. So, ja. Und jetzt stehst du da und sollst eine türkische junge oder alte, na junge, wahrscheinlich junge Frau heiraten, die du gar nicht kennst. Ja, ganz genau. Um wem Rechnung zu tragen, damit die Frau hierher kommt? Oder ja, du weißt gar nichts, ne? Man hat dir gar nichts gesagt. Ne, ich weiß nur, dass die Frau nächstes Jahr herkommen soll, wird geheiratet. Hast du denn eine Freundin zurzeit? Wie bitte? Hast du eine Freundin zurzeit? Ja, ich habe zurzeit eine Freundin. Und dein Vater weiß auch, dass du eine Freundin hast? Der weiß das, ja. Und da hat er bisher auch nicht irgendwie dazwischen gefunkt? Ne, überhaupt gar nicht. Das kam auf heiterem Himmel auf einmal. Bam. Ja. Ich bin ganz platt, aber das bist du wahrscheinlich auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei euch zu Hause? Ja, also ich rede jetzt ab sofort zurzeit gar nicht mehr mit meinem Vater. Und ja, der kann sich aber bestimmt vorstellen, warum. Ja. Weil sowas auf einmal zu sagen, das ist natürlich schon ziemlich hart. Ja. Ich habe das gerade akustisch nicht so richtig verstanden am Anfang. Wann genau hat er dir das verkündet? Letzte Woche. Ja. Du hast in der spontanen Reaktion gesagt, nein, mache ich nicht? Ja, ich habe gesagt, nee, das will ich nicht machen. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich glücklich seit 2 Jahren. Ja. Und da wird nichts passieren, also ich werde das nicht tun. Und daraufhin sagte er dann aber, und du wirst es doch machen. Du wirst es machen, sei still, du sagst hier nichts, dachte, das wirst du machen, fertig. Hast du Angst vor deinem Vater? Angst würde ich nicht sagen, eher Respekt. Gab es schon mal Übergriffe, dass er dich geschlagen hat? Ja, aber nur wegen Kleinigkeiten früher als Kind, so wenn ich dieses gemacht habe, einen auf dem Arsch oder so, aber nichts wirklich Schlimmes. Ja. Wie schätzt du das denn jetzt ein? Du kennst ihn ja sehr gut. Vielleicht kennst du ihn auch nicht wirklich gut, wenn solche Dinge da aus heiterem Himmel kommen. Aber dennoch, wie reagiert er, wenn du jetzt eisern bleibst? Und ich bin ja davon überzeugt, dass du eisern bleibst. Mhm. Wenn du sagst, nein, 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 was wird er tun? Was wird er sagen? Überlegen, was er tun würde. Er setzt seinen Kopf eigentlich immer durch, bekommt, was er will. Tja, und deswegen würde mir eigentlich nur die Einigkeit bleiben, halt auszuziehen. Das heißt, unter Umständen wird für dich jetzt ein ganz anderes Leben beginnen. Du wohnst jetzt noch zu Hause, was ja bequem und angenehm ist, und musst dann vielleicht in absehbarer Zeit deinen eigenen Haushalt managen. Ja. Was machst du? Bist du Schüler oder machst du eine Lehre? Oder? Ich bin gerade in der Lehre. Du bist in der Lehre. Als was? Was machst du? Lagerlogistik. Ah ja. Könntest du dir vorstellen, dass deine Mutter so eine Position bezieht, dass sie sagt, ach komm, tu es doch auch für mich und tu es für den lieben Frieden in der Familie? Ja, kann ich nicht ganz genau sagen. Ich weiß, ein bisschen schon, denke ich mal, dass sie das ein bisschen so denkt, aber ich weiß nicht. Also meine Mutter, die redet sehr wenig. Ja. Die beiden Geschwister, die du noch hast? Ja. Wie alt genau sind die? Der eine ist 14 und der andere 11. Das heißt, da kann das Thema ja noch nicht vorgefallen sein. Ne. Könnte aber dann später irgendwann auch sein. Ja, wir haben das zwar mitbekommen und so. Ja. Hat er am Abendrundtisch gesagt gehabt. Ja, waren die auch schockiert, glaube ich, ja. Schockiert, ja. Allerdings. Also weißt du, ich höre das ja auch so oft, dass dann die Frauen irgendwie nichts sagen aus Angst vor dem Mann und so weiter. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das auch verstehen, wenn jemand eher eine schwache Persönlichkeit ist. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich finde, dass deine Mutter Position, Farbe bekennen müsste. Ja, sehe ich genauso. Jetzt muss die zu ihrem Sohn halten. Ja, finde ich schon. Also die Gefahr, dass jetzt ihr Sohn, dass sie ihren Sohn verliert, nur weil er so etwas verlangt, ist ja unglaublich eigentlich. Ja, stimmt allerdings. Hast du denn sonst noch jemanden, mit dem du mal drüber sprechen kannst? Hast du Freunde oder gute Leute irgendwie im Umfeld? Ja klar, Freunde, mit denen habe ich auch schon drüber gesprochen. Die finden das natürlich auch nicht klasse und die denken, die sagen auch, was hat dein Vater denn auf einmal? Da war doch immer sonst in Anführungsstrichen korrekt. Ja, ja.
Also Patrick, ich kann dir nur viel Kraft wünschen. Ja. Für den Kampf, der da offensichtlich bevorsteht. Alle Sympathien sind auf deiner Seite, ist dir klar, ne? Von allen Leuten. Weil so aus heiterem Himmel und ohne, also wirklich ohne jeglichen kulturellen, traditionellen Zusammenhang, das ist schon schlimm genug im kulturellen Zusammenhang, aber so ist es ja völlig, völlig absurd, wirklich, hanebüchen. Ja, allerdings. Also, viel Kraft, toi toi toi. Und versuch deine Mutter auf deine Seite zu kriegen. Ich finde das. Ich alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Patrick. Ja, gute Nacht. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet, heißt religiöse Zwänge. Ich möchte gerne mit euch sprechen über die Situation. Vielleicht seid ihr in einer Lebenslage im Moment, dass ihr eine Kirche angehört, einer Glaubensgemeinschaft, einer Sekte. Aber ihr wollt es eigentlich gar nicht. Aber aufgrund von familiären oder was auch immer für Umständen könnt ihr da nicht raus. Oder vielleicht wart ihr eine ganze Weile in dieser Kirche, in der Glaubensgemeinschaft, in der Sekte und euch geht allmählich irgendwie ein Licht auf und ihr sagt, nee, das ist nicht meine Welt. So und so möchte ich nicht leben, aber ihr traut euch nicht rauszugehen. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Mario. Mario ist 36. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Mario. Hallo. Religiöse Zwänge. Ich war knapp 24 Jahre lang ein Zeuge Jehovas. 24 Jahre lang? Jep. Was heißt das? Bis zu deinem 24. Lebensjahr ungefähr? Richtig, bis zu meinem 24. Das heißt, du bist da reingewachsen, reingeboren? Ich bin reingeboren. Ja. Bin reingeboren worden. Jetzt bist du 36. Ja. Das heißt, du hast mit 24 den Absprung geschafft. Endlich, ja. Ich habe es mit 19 schon mal versucht, hat aber nicht ganz geklappt. Und mit 24 war ich dann durch Kontakte zur Außenwelt, nenne ich sie wirklich mal. Ja. Und durch beruflichen Background dann wirklich auch in der Lage, das zu stemmen. Ja. Also deine Familie, deine Eltern sind hundertprozentige Zeugen Jehovas? Ja, sind ungefähr so der Papst der Zeugen Jehovas. Und sind es nach wie vor? Ja, selbstverständlich. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann hast du die ersten Zweifel gespürt in dir? Da war ich ungefähr 18, kurz vor meinem ersten Versuch auszusteigen. Und zwar. Wie kam das? Der Versuch auszusteigen. Nee, wie kam das, dass du Zweifel gespürt hast? Ich habe irgendwie zu der Zeit, so ab 15, 16, eigentlich schon für mich gemerkt, dass ich ein bisschen anders ticke als die anderen Zeugen Jehovas. Woran hast du es gemerkt? Durch die Musik, die ich gerne gehört habe, durch die Kleidung, die ich gerne getragen habe. Also sag mal ein Beispiel, welche Musik hast du gerne gehört? Toten Hosen Ärzte. Und das durfte man bei den Zeugen Jehovas nicht hören? Also meine Mutter oder meine Eltern haben also regelmäßig mein Zimmer konfisziert, durchgeguckt und am Schluss hießen die dann halt bei mir The Doctors and the Dead Trousers, weil meine Eltern halt kein Englisch konnten. Also die haben alles weggeschmissen. Ja. Alles weggeschmissen. Und dann fing das an, als das ist ja jetzt schon klar, fast 18 Jahre her, als hier die ganze Krawalle mit den Neonazis anfing. In Hüngste, das Mädchen, was brannte. Ja. Und ich hatte halt eine ganz konkrete politische Meinung dazu. Ja. Zumal die Zeugen Jehovas ja, oder damals noch Bibelforscher im Dritten Reich, ja auch nicht gerade gut abgeschnitten haben. Ja. Naja, und habe da die ersten Diskussionen mit meinen Eltern gehabt, halt, die haben mir verboten oder die haben eine Jeansjacke weggeworfen, wo gegen Nazis auf näher drauf. Weil die Zeugen Jehovas sich aus allen politischen Dingen raushalten. Komplett raushalten. Und die ja nicht mal wählen gehen. Damals, als ich da war, wurde ganz öffentlich von der Bühne gesagt, also wir sind neutral, wir gehen nicht wählen. Mhm. Aber wie ich zwischenzeitlich gehört habe, haben sie halt diese Meinung, sagen sie es nicht mehr öffentlich, weil sie wohl ein bisschen Stress bekommen haben. Aber sie tun es nach wie vor nicht. Natürlich nicht. Das heißt, du bist zu Hause aufgekreuzt mit Anti-Nazi-Symbolen und wolltest eine Diskussion führen und die haben gesagt, wir reden da nicht drüber, oder was? Gott wird's richten. Gott wird es richten. Ja. So ungefähr. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, da war mir also klar, das ist definitiv nicht mein Ding. Es war es eigentlich noch nie, aber da, gut, weißt du, du wirst reingeboren, du hast keine Kontakte zur Außenwelt, klar. Komplett abgeschottet. Man muss als Mensch natürlich erstmal eine gewisse Reife gelangen, um auch diese Stärke zu haben. Ja, wie ist das denn? Ein großes Thema bei den Zeugen Jehovas ist ja auch nur die Sexualität. Du warst Jugendlicher, 14, 15, 16, 18, gerade in dem Alter, wo du von gesprochen hast. Wie hast du das denn empfunden, diese rigide Sexualmoral, die dir da vermittelt wurde? Ja, also klar, als Jugendlicher, da hat man natürlich gewisse Dränge und Nöte und meine Eltern haben mich dabei erwischt.
dass du bei der Selbstbefriedigung und die Tracht war nicht schlecht. Also das heißt, das ist in den Augen der Zeugen Jehovas auch Sünde, sich selbst zu befriedigen, und das darf man auf keinen Fall machen. Und, auf gar keinen Fall. Und es ist ja auch erlaubt bei den Zeugen Jehovas nach deren Ideologie die Kinder zu schlagen, ne? Es wird nicht verboten. Es wird nicht verboten. Nein. Also die Kinder können schon gezüchtigt werden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wenn dein Vater natürlich eine bestimmte Position innerhalb der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas einnimmt, setzen die einen natürlich auch ziemlich damit unter Druck. Ich habe es gerade schon verstanden, dass deine Eltern da irgendwie eine sehr hohe Position haben innerhalb der Hierarchie. Richtig. Ich würde gerne noch mal eine Frage bezogen auf die Kindheit und Jugend stellen. Soweit ich weiß, feiern die Zeugen Jehovas nicht Weihnachten. Nein. Und die Zeugen Jehovas feiern auch nicht den Geburtstag. Auch keine Ostern. Auch keine Ostern. Aber gerade Geburtstag, da sind ja alle Kinder scharf drauf, Geburtstagsparty und so weiter. Ja. Das hast du doch sicher dann so in deinem weiteren Umfeld, in der Schule oder so mitbekommen, dass die anderen Geburtstag feiern oder auch Weihnachten. Wie hast du das empfunden, dass du das nicht durftest? Also es war typisches Beispiel, erster Schultag nach den Weihnachtsferien, die große Diskussion, wer was zu Weihnachten bekommen hat. Mhm. Und ich habe nichts bekommen, konnte nichts berichten. Ja. Aber du bist im Endeffekt am ersten Tag an, die Zeugen Jehovas Kinder gehen ja nicht in den Kindergarten. Du kommst also dahin, im Endeffekt kennen sich die meisten schon über den Kindergarten und du bist vom ersten Tag an im Endeffekt ein Außenseiter. Mhm. Dann die Eltern gehen zur Kirche und sagen, so, wir sind Zeugen Jehovas, unser Kind nimmt nicht am Religionsunterricht teil. Mhm. Da gucken sie alle schon ein bisschen komisch. Mhm. Dann kann ich mich damals daran erinnern, wenn ein Schulkind Geburtstag hatte, dass alle aufstehen und singen. Mhm. Mir ist zu Hause eingetrichtert worden, du bleibst sitzen. Mhm. Weißt du, dann bist du gleich der Buhmann, weil du nicht mitmachst. Hast du darunter gelitten, dass du so ein Außen... Ja. Haben die dich entsprechend wahrscheinlich die Kinder auch behandelt, ne? Ja, ich war im Endeffekt immer außen vor und bin im Endeffekt nur, dass ich mir im Laufe der Zeit ein loses Mundwerk beigebracht habe. Mhm. Sprüche habe ich im Endeffekt geschafft, dass ich halt nicht so angenommen hätte. Aber auch vielleicht Weihnachtsbasteln, Osternbasteln, bist ja nicht dabei, darfst ja nicht mitmachen. Mhm. Vielleicht mal zur Information. Warum feiern die Zeugen Jehovas nicht Weihnachten? Warum feiern sie keine Geburtstage? Ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückerinnern, ist ja schon ein bisschen länger her. Es ist so, dass Jesus irgendwann mal gesagt hat, ihr sollt nicht den Tag meiner Geburt feiern, weil zum Zeitpunkt der Geburt noch keiner sagen kann, ob jemand ein guter oder ein schlechter Mensch wird. Und Weihnachten feiern die nicht, aber das weißt du sicherlich auch selbst auch, dass definitiv Jesus nicht am 24.12. geboren ist. Das ist der Grund. Jeden Pfarrer unterhalten, der sagt dir, das nicht. So, jetzt machen wir nochmal einen Sprung in die Zeit, als du dann rebelliert hast. Ja. Als es dann stärker war mit dem Rebellieren, hast du dich wahrscheinlich auch versucht, verbal mit deinen Eltern auseinanderzusetzen. Richtig. Ging das überhaupt? Die sich auf eine Nee, ging nicht. Keine Chance. Also da gab es keine Diskussion. Wenn du irgendwas Kritisches gesagt hast, haben die gleich weggebügelt, oder wie? So ungefähr, ja. Geh auf dein Zimmer oder brauchen wir uns nicht drüber unterhalten oder lese in der Bibel oder lese da und da oder hör da und da besser zu und hast es nicht begriffen. So, nun sind ja noch von 18, das hast du gerade erzählt, da waren so die ersten aufmüpfigen Gedanken, bis zum 24. Lebensjahr, als du dann rausgegangen bist, sind ja noch einige Jahre ins Land gegangen. Richtig. Wie hast du da gelebt? Also ich habe mit 19 dann das erste Mal eine Freundin gehabt. Heimlich? Ich habe es erst heimlich gehalten und dann bin ich aber in der Stadt gesehen worden und meine Eltern haben mir ein Messer auf die Brust gesetzt, bis Zeitpunkt X. Hast du mit dieser Frau Schluss gemacht? Das nehmen wir aber nicht wörtlich mit dem Messer. Nein, das ist gut, Entschuldigung. Mhm. Also die haben mir im Endeffekt mich unter Druck gesetzt, die haben mir einen Zeitpunkt genannt. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt hätte ich entweder mit der Freundin Schluss machen sollen, das war keine Zeugin Jehovas, oder ausziehen. Es hätte aber auch nicht viel besser gemacht, wenn es eine Zeugin Jehovas gewesen wäre. Dann, die Zeugen Jehovas dürfen sich mit Frauen treffen und verabreden, wenn sie die feste Absicht haben, zu heiraten. Ja. So, jetzt haben die dich unter Druck gesetzt. Wie hast du dich verhalten? Ich habe durch ein unsägliches Glück im Unglück, ich bin also berufsunfähig gewesen und habe kurz danach Post bekommen, dass ich einen monatlichen Ausgleich hatte. Mhm. Und hatte auf einmal zum damaligen Zeitpunkt Unmengen von Geld und habe mir eine Wohnung genommen, bin bei meinen Eltern ausgezogen. Das war im Alter von 19 Jahren. Genau. Dann bin ich ausgezogen und habe dann natürlich erstmal ein Jahr lang die letzten 19 Jahre nachgeholt. Mhm. Dann ist zu einem Todesfall bei mir in der Familie gekommen. Mhm. Mein Großvater ist verstorben. Mhm.
Und das war für mich oder ist heute auch noch für mich einer der Menschen überhaupt, der tollsten Menschen. Mhm. War der auch ein Zeuge? Der war auch ein Zeuge Jehovas, ja. Aber auch schon ein sehr offener. Mhm. Er war mein Großvater war für alle jugendlichen Zeugen Jehovas immer der Anlaufpunkt. Das hat denn so dieser Todesfall dich wieder etwas zurückgeholt in die Ja, es war zu dem Zeitpunkt hatte ich da mit meiner Freundin waren wir nicht mehr zusammen, hatten wir uns getrennt und er hat mich zurückgeholt, indem er mich mir die Bitte abgenommen hat, der Familie keine Schande zu bereiten. Das ist natürlich auch hart, ne? Ja, auf jeden Fall. Extrem hart. Dann hat es nochmal 4-5 Jahre gedauert. Ja, ich habe dann mir nochmal einen Ruck gegeben und habe gesagt, okay, versuch es nochmal. Mhm. Und habe dann eine Frau kennengelernt bei den Zeugen Jehovas, die mit der ich auf einer Welle geschwommen bin, musikalisch, klamottenmäßig. Und das hat auch sofort gefunkt. Mhm. Und wir haben dann nach 7 Monaten geheiratet. Ah ja. Weil sie kam also nicht aus der Gegend, sie kam aus Süddeutschland. Und aber dann war doch alles im Sinne der Zeugen Jehovas in Ordnung. Ihr habt dann geheiratet. Ja, klar. Wir haben dann aber im Endeffekt aus dem Grund, hätte jetzt niemals geheiratet, aber wir wollten die ganze Geschichte halt offiziell halten. Mhm. So, warum dann der generelle Ausstieg mit 24? Weil ich vorher mit meiner Ehefrau den Deal abgeschlossen haben, dass wir Zeugen Jehovas mäßig nur das absolute Minimum machen, unseren Familien zuliebe und mehr nicht. Also mein Minimum war persönliche Anwesenheit bei den wöchentlichen Treffen. Mhm. Okay, aber dann kam der gänzliche Ausstieg. Genau, weil sie sich danach total veränderte und mir dann irgendwann auch sagte, dass sie an diesem Deal nie geglaubt hat, sondern dass sie mich erstmal heiraten wollte. Mhm. Du weißt ja, dass Scheidungen bei den Zeugen Jehovas grundsätzlich nur möglich sind bei Ehebruch. Mhm. Und dass sie mich im Endeffekt erstmal heiraten wollte und mich dann umbiegen wollte. Achso, das heißt, sie wollte dich wieder ganz zurückziehen? Sie hat im Endeffekt mit mir dieses lockere Dasein geführt bis zur Ehe und dann hat Madame sich um 180 Grad gedreht. Wieder hin zu den Zeugen Jehovas? Ja, genau. Ah, ja. So, wenn du jetzt im und dann hast du gesagt, nee, so nicht mit mir, ich bin weg. Ja, am Anfang nicht, weil ich halt, ich habe dann einen neuen Arbeitsplatz bekommen, habe auf einmal viele gute Arbeitskollegen gehabt, bin viel in der Weltgeschichte rumgekommen und ist mir von Tag zu Tag, habe ich halt immer mehr gemerkt, dass halt überhaupt nicht mein Leben ist und dass es so nicht weitergehen kann. In der Regel, wenn man das so hört, ist das natürlich für die meisten, die in so einer Sekte verhaftet waren oder sogar da aufgewachsen sind, das sind immer langwierige Prozesse. Das geht nie so von heute auf morgen zack raus. Bei mir ging es von einem Tag auf den anderen Tag raus. Na ja, gut, aber du hast ja auch nur lange gebraucht, von deinem 18. Lebensjahr bis zum 24. Okay, hast du recht. Wenn du im Nachhinein sagen müsstest, was ist für dich das Schlimmste, wenn du an die Zeugen Jehovas denkst? Die Zwänge, in die die kleinen Kinder gesteckt werden. Die Zwänge welcher Art? Die Zwänge, gewisse Sachen nicht machen zu dürfen. Welche Sachen? Fußballverein, Klassenfahrten. Die Weihnachtsfeiern, Geburtstag feiern. Ich habe mittlerweile 2 Söhne. Ja. Und eine Zeit lang habe ich eigentlich gar keinen großen Unfall. War ich mit meinem Leben völlig zufrieden und war alles in Ordnung. Ich bin auch jetzt mit meinem Leben mehr als zufrieden. Ja. Aber ich merke natürlich durch meine Söhne, was ich als Kind verpasse. Mhm. Lieber Mario, es war interessant, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir also lieber alles Gute. Ich glaube, du erziehst deine Söhne wahrscheinlich vollkommen anders und die werden sehr von dieser geistigen Wende profitieren, die du vollzogen hast. Ich glaube, es sind 2 sehr glückliche Menschen. Das ist schön. Alles gleich. Lieber Mann, alles gut. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt religiöse Zwänge. Ich möchte gerne, wie ich es auch schon getan habe, weiter mit Menschen sprechen, die entweder in einem religiösen Zwang leben und dann nicht rauskommen, sich unwohl fühlen oder vielleicht mal gelebt haben und es, so wie Mario gerade erzählt hat, es geschafft haben, sich zu lösen. Verbunden bin ich jetzt mit der Heidi. Und Heidi ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Heidi. Hallo. Über welchen religiösen Zwang sprechen wir? Also von vorne. Ich stamme aus einem katholischen Haus. Ja. Bin aber nicht also unter Zwänge katholisch aufgewachsen, sondern meine Mutter war alleinerziehend, die hatte genug Probleme, die hat es mehr weg der Verwandtschaft mitgemacht. Und wo ich dann erwachsen war, hatte ich mit der Kirche eigentlich gar nichts mehr am Hut. Da bin ich in die Disco gegangen, habe weltlich gelebt sozusagen, in Anführungszeichen. Mhm. Und erst ein paar Jahre später, durch negative Erlebnisse, habe ich Gott gesucht, weil
es ist doch noch ein bisschen was hängen geblieben vom Religionsunterricht. Ja. Also negative Erlebnisse, Schicksalsschläge. Ich bin schon fasziniert. Ja. Und dann bin ich in so eine Freikirche reingekommen, evangelische Freikirche. Mhm. Also nicht wieder zur katholischen Kirche zurück. Ich habe dann über eine Freundin, bin ich in so eine Bibelgruppe reingekommen. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es war sehr schön, es war sehr klein, ein kleiner Rahmen. Ja. Und das war also wunderschön. Mhm. Nur mit der Jahre haben die sich vergrößert und haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen den Größenwahnsinn bekommen, vor allem was die Finanzen betrifft, weil dann immer mehr auch in der Predigt war mit dem Zehntegeber. Mit was? Den Zehnten in voller Genüge. Das ist eine alttestamentliche Bibelstelle in mein Haus und ich werde euch reichlich segnen. Mhm. Das hat man regelmäßig in der Gottesdienste gehört. Und da ich ja die Sache sehr ernst gemeint habe und ein guter Christ sein wollte, habe ich das auch gemacht, sogar mit freudigem Herzen. Das ist ja in der Kirche bezahlt man ja, ich glaube, 3% oder 4% Kirchensteuer und das ist halt 10%. Achso, hast du 10% von deinem Einkommen an diese freie evangelische Gemeinde abgegeben? Im guten Gewissen, dass es dann in missionarische Zwecke gegeben wird oder irgendwelche Bedürftige. Ja. Und ja, aber dann bin ich finanziell etwas in Schwierigkeit gekommen und konnte das nicht mehr und habe das dann gesagt. Und dann kam halt wieder der Spruch, dass wenn ich treu bin, dass Gott die Schwierigkeiten dann schon beheben wird. Aber du solltest weiter die 10% abdrücken. Ja, nicht, ich habe es nicht müssen. Es war schon freiwillig. Aber man hat es erwartet, sagen wir so. Ja, so ungefähr. Und mit der Jahre habe ich dann eine neue Wohnung gebraucht und habe die dann gefunden. Und später, ein halbes Jahr später, ist diese Familie, meine Vermieter, sind dann auch in diese Gemeinde gekommen, ohne dass ich die jetzt genötigt habe. Die Frau war schon länger in einem frei überkonfessionellen Bibelkreis vor Ort. Und unser Thema heißt ja religiöse Zwänge. Ja, und da ging es. Ich höre dich nicht. Moment. Du hörst mich jetzt schon wieder. Ja. Ja. Ich sag's dir gerade so, das Thema heißt ja religiöse Zwänge. Ja. Bisher haben sie dich gezwungen, relativ viel Geld abzugeben. Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt nicht gezwungen gefühlt, weil ich aufgrund von der Bibelstelle gehorsam sein wollte. Verstehe. Wie hat sich das denn dann hat es sich dann noch gesteigert, dass du sagst, ich bin da schon in eine Zwangssituation gekommen? Nee, ich habe mich nie gezwungen gefühlt. Ich habe es ja von Herzen gemacht, weil ich ja gedacht habe, Gott möchte das, steht in der Bibel und die Bibel ist für mich bare Münze, ist jetzt auch nach wie vor noch so, nur habe ich mir meine Meinung über den Zehnten so gebildet, damals gab es keine Sozialversicherung und das war ja für diese Paulus, Petrus, die waren ja unterwegs, die haben ja irgendwie essen müssen und auch die Arme, die Witwer mussten versorgt sein und deswegen würde ich sagen, ist diese 10% überholt. So, bist du denn heute immer noch in dieser Gruppierung? Die auch finanziert sein, die müssen ja auch Heizung, Strom bezahlen. Ja, bist du denn heute immer noch in der Gruppierung? Nein, ich bin nicht mehr drin und zwar, ich verstehe, ich höre dich nicht. Ich sage auch nichts, ich höre zu. ich bin seit 8 Jahren nicht mehr da, weil es ist ein gewisser Vorfall passiert, der hat mir das Herz gebrochen. So, und da bin ich aber gespannt. Gerade dieser besagte Vermieter, da hatte ich Probleme, bekam dann eine Eigenbedarfskündigung, da ging es um Lärmbelästigung und so weiter, was ja auch nicht gerade christlich ist. Und ich habe das versucht zu schlichten, wie sich's unter Christen gehört. Und bin da aber auf taube Ohren gestoßen und bin dann zu der Gemeinde gegangen und habe mir da Rat beim Pastor und bei den Ältesten gesucht. Und dann war es aber so, dass dieser Mann schon ein paar Wochen oder Monate vorher dem Gebetskreis der Männer, die sich morgens immer getroffen haben, eine Israelreise spendiert hat. Ah, weil der hatte Kohle. Der hatte Kohle, plötzlich, ja. Und da standst du schlecht da, als kleine arme Maus. Und also mich hat man dann so gesagt, ach komm, sei doch nicht so, so, ich soll es wegstecken. Ich verstehe, das heißt durch... Ich habe unter der Situation gelitten. Durch diesen Vorfall hat sich das als Lügengebäude enttarnt, als Heuchelei. Ich habe das
von dritter Hand von jemandem erfahren, dass das wirklich so war. Und ich wurde praktisch ein bisschen aufs Abseits gestellt, weil der Mann wichtiger war. Ja, das meine ich ja. Das ist irgendwie für dich, da sind dir die Augen geöffnet. Traurig. Ja. Und das war der Vorfall, weswegen du rausgegangen bist. Ja. Noch nicht. Ich bin da noch ein Weilchen geblieben und war aber tief traurig über diese Situation und habe das auch immer wieder gesagt, ja, und habe die Leute dann genervt, dass ich mit dem Problem nicht fertig werde, mhm, so ungefähr. Aber mhm, ich finde, meine persönliche Meinung ist, Unrecht kann man nicht totschweigen. Ja. Gab es denn dann noch ein ganz ausschlaggebendes ein Vorfall, wo du sagst, jetzt reicht's aber, du geh ich? Ja, und der wichtigste Satz war, dass dann jemand zu mir gesagt hat, die den Zehnten verwaltet, wenigstens bezahlt das noch, weil ich bin da nicht mehr so regelmäßig gekommen, weil ich konnte neben diese Leute nicht mehr hinstehen, mhm, in der Anbetung. Mhm. Aha, also der Satz, wenigstens bezahlst du das noch. Und ab da habe ich und mein Mann dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Verstehe. Also, da warst du enttäuscht von all dem, was da so nach außen gezeigt wurde, aber nach innen wurde es so nicht gelebt. Ja. Liebe Heidi, ich danke für deinen Anruf. Ich finde nicht alles schlecht, aber das ist natürlich sehr schlecht. Ja, verstehe. Ich danke für deinen Anruf, wünsche alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Jasmina. Jasmina ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Jasmina. Eine bessere Leitung. Die Leitung gerade war sehr, sehr anstrengend, weil die mich nicht gehört hat, richtig? Ja, also nee, ich glaube, das liegt daran, weil man sieht dich im Fernsehen zeitversetzt und man hört dich aber früher, als dass du im Fernsehen sprichst. Ja, das ist noch eine andere Problematik. Genau, und deswegen glaube ich, die Dame hat immer gedacht, du sprichst noch, aber du hast gar nicht mehr gesprochen, weil es eben im Fernsehen zeitversetzt ist. Soweit die Erklärung. Genau, ich glaube, so war das gemeint. Jetzt zum Thema. Genau. Ich habe vorher den Beitrag von dem jungen Herrn gesehen, der jetzt vor einer Woche erfahren hat, dass er verheiratet werden soll. Mhm. Habe mich sofort wiedererkannt. Bei mir liegt es jetzt schon 7 Jahre zurück. Mhm. Und dachte mir, ja, jetzt muss ich meinen Senf auch mal dazu. Ach, das heißt, du solltest verheiratet werden. Ich sollte verheiratet werden. Du kommst auch aus einer muslimischen Familie? Ja, also mein Vater kommt aus Pakistan und meine Mama ist deutsch. Ja. Und vor 7 Jahren, da warst du 9. Da war ich 19, genau. Genau, das war mein zweites Lehrjahr, also ich war gerade in der Lehre, genau, und dann kam halt so urplötzlich irgendwie, er kam vom Urlaub zurück und dann hat er mich so an, ich glaube Weihnachten war es rum, hat er mich dann zu sich geholt ins Zimmer und hat dann gemeint, hör zu, im Sommer wird Verlobung gefeiert und nächstes Jahr wird dann in Ruhe geheiratet. Machst du erstmal deine Lehre zu Ende und dann wird geheiratet. In Pakistan. In Pakistan. In Pakistan. Wurde vorab noch gefragt, bei Patrick vorhin war das ja nicht so der Fall. Warst du denn religiös erzogen worden? Ja, also er hat es versucht, sagen wir so. Versucht. Also also am Anfang meiner Kindheit bis zum 12. Lebensjahr gar nicht. Also da haben wir auch teilweise Alkohol hat er getrunken oder also es war locker, es war gar nichts. Und da kam er auch einmal plötzlich aus dem Urlaub zurück mit Vollbart, ich habe meinen eigenen Vater nicht mehr erkannt, dann hieß es plötzlich, wir müssen 5-mal beten, also ich habe noch einen 6 Jahre jüngeren Bruder, dann hieß es, wir müssen 5-mal beten, wir dürfen nur noch zu Gott geschlachtetes Fleisch essen, also es wurde komplett alles umgestellt von heute auf morgen. Mhm. War für mich dann erstmal ein Schock und seitdem hatte sich das total geändert und er hat uns versucht, das näher zu bringen. Ja. Nur ich war so geprägt schon, dass ich das gar nicht an mich rangelassen habe. Also so, jetzt lass uns weiter über den Fall reden. Er hat zu dir gesagt, dann ist Verlobung in Pakistan. Genau, richtig. So, und du, was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Also, ich war erstmal geschockt. Also, wie auch eben der junge Herr, ich habe erstmal gar nichts sagen können. Mir sind erstmal nur die Tränen runtergelaufen und dann kam von ihm einfach nur der Satz, ja, das ist ganz normal, dass du weinst. Jedes Mädchen weint, wenn es von zu Hause weg muss. Mhm. Also, er hat gar nicht gefragt, warum ich weine oder ob ich überhaupt möchte. Ja. Sondern er hat einfach das abgewiegelt. Ja, jedes Mädchen weint, wenn es außer Haus ist. Wie hat denn deine Mutter in der Situation sich verhalten? Genauso wie die andere Mutter. Also, gar zurückhaltend. Richtig. Also, sie hat in dem Moment erstmal gar nichts gesagt, hat sich zurückgehalten, hat mir aber also jetzt in einem persönlichen Gespräch gesagt, sie kann mir nichts raten. Mhm. Einerseits
weiß sie, dass ich nicht der Typ bin, der eben verheiratet werden kann, weil ich kann weder die Sprache, ich habe mit der Kultur null am Hut, also habe überhaupt nichts damit zu tun. Ich war da schon lange nicht mehr in Pakistan gewesen, kannte auch keine Familie, keine Freunde, also Kontakt zu pakistanischen Mitbürgern war überhaupt nicht gegeben. Und sie hat zwar im Gespräch, also unter vier Augen zu mir gesagt, sie kann das nicht entscheiden. Fürs Familienleben wäre es besser, wenn ich heiraten würde. Hast du geheiratet? Nein. 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 Gab es einen großen Kampf mit dem Vater? Ja, also ich habe ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht mit ihm gesprochen. Und wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, auf 50 Quadratmeter zu viert. Und das war war schwierig. Also hat er versucht, wirklich Druck, sehr großen Druck auf dich auszuüben? Ja, also schon. Also er hat wirklich zu Hause rumgebrüllt, hat versucht, mich zu zwingen und hat gesagt, das geht nicht. Und ich habe halt das immer abgewiegelt, indem ich gesagt habe, ich möchte erst meine Ausbildung zu Ende machen. Das war Gott sei Dank mein Glück, dass ich da in der Lehre mittendrin war. Ich habe gesagt, jetzt erstmal nicht. Habe auch nicht gesagt, ich möchte das niemals machen. Habe das sondern immer vor mich hergeschoben. Habe gesagt, jetzt erstmal nicht. Obwohl du genau wusstest, dass du es nie machen würdest wollen. Richtig, natürlich. Das war für mich von vornherein klar und sofort klar, ich möchte das niemals machen, aber habe ihn halt immer mit Ausreden erstmal das Thema vom Tisch geschoben und habe gesagt, nee, nee, und bloß keine Entscheidung jetzt komplett treffen. Es war eh schon Krach in der, in der Wohnung. Jetzt sind ja viele Jahre vergangen. Hat er sich mittlerweile, hat das angenommen und akzeptiert? Also es ist mittlerweile auch viel passiert. Also ich bin dann von zu Hause auch mit einer Ausrede ausgezogen, bin dann aber in dem Jahr, in dem ich ausgezogen war, schwanger geworden von einem Deutschen, unverheiratet. Und dann kam nochmal, das war dann so der richtige Hammer von mir, dass ich ihm quasi ein uneheliches Kind von einem Deutschen quasi ins Nest setze. Ja. Und dann kam erst mal Morddrohung von ihm. Also er hat dann wirklich versucht, mich ausfindig zu machen und hat auch gesagt, er investiert sein ganzes Geld, was er sich jemals zusammengespart hat, indem er mich findet und mich dann eben umbringt. Mit Mann. Also er ist zwar nicht nur gegen mich gerichtet und das Kind, sondern auch gegen den Mann. Als er das gesagt hat, war er da mit deiner Mutter noch zusammen? Ja, die sind heute noch zusammen. Kannst du deiner Mutter das verzeihen? Ja, also ich weiß eben, wie es immer war. Und es war immer so, wir haben alles verheimlicht, auch wenn wir anders. Also wir leben anders. Also ich und meine Mutter, wir hören Musik, was wir meinem Vater verheimlichen. Mhm. Ich habe mich geschminkt, was ich meinem Vater verheimliche. Aber hast du nicht irgendwann, wenn man das so hört, dann packt einen der Zorn und denkt, verdammt nochmal, warum haut diese Frau nicht mal an deine Mutter? Jetzt nicht mal auf den Tisch und sagt, hier, so weit geht es nicht. Du drohst meinem Kind nicht den Tod an. Ja. Mit dir kann ich nicht mehr zusammen sein. Gibt es nicht dass du auch mal so ein Gefühl hast, verdammt nochmal, warum lässt sie das denn alles so mit sich machen und laufen? Ja, nee, ich glaube, das liegt daran, dass eben ich noch einen 6 Jahre jüngeren Bruder habe und sie immer versucht hat für ihn, weil er dann im Gymnasium war und auch relativ gut und sie wollte dann halt nicht irgendwie die Familie in dem Sinn zerstören, dass er vielleicht die Schule nicht schafft und ich glaube, sie hat da Rücksicht auf ihn genommen. Wäre er älter gewesen, hätte sie das mit Sicherheit gemacht. Hast du denn heute Kontakt zu deinen Eltern? Ja, so mittlerweile gehe ich ab und zu mal dort zum Essen. Also ich werde ab und zu eingeladen. Er akzeptiert auch meine Tochter. Ja. Klar, ein Teil ist zwischen uns. Es wird nie mehr so sein, wie es mal früher war, weil wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Also wir haben alles zusammen gemacht. Und aber es wird nicht mehr so, wie es mal früher war. Und das heißt, diese Geschichte ist so tief in dir eingeschnitten, das kann man ja auch nicht mehr vergessen, sowas. Also kannst du verstehen, vielleicht eine kurze Frage noch zum Schluss, weil die Sendung gleich vorbei. Kannst du verstehen, dass man im Namen einer Religion sich so Menschen gegenüber verhält? Nein, kann ich nicht. Also, weil ich denke, ich denke immer jetzt, weil ich ja selber ein Kind habe. Wenn mein Kind sagt, sie möchte eben diese und jene Religion haben, ich kann ihr abraten, ich kann sagen, okay, mach's oder mach's nicht. Ich kann, wie gesagt, meine Meinung dazu äußern, aber ich kann sie nicht zu irgendwas zwingen. Ich würde meinem Kind nie vorschreiben, du musst diesen Mann heiraten, den sie nicht kennt, von dessen die Sprache nicht kennt oder irgendwas. Das kann ich von meinem Kind nicht verlangen. Und selbst wenn dann das Kind sagt, nee, Mama, das möchte ich nicht machen, dann muss ich das akzeptieren, weil ich möchte ja, dass es meinem Kind gut geht. Ich möchte ja nicht irgendwas erzwingen, wenn es das bringt ja nichts. Jasmina, ich danke dir für deinen Anruf und finde auch deinen Mut toll, dass du das so durchgezogen hast. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute und deinem Kind auch alles Gute. Ja, jetzt habe ich nur eine Frage. Ganz schnell, die Sendung ist gleich vorbei.
Ja, nur kurz, irgendwie, ob ihr vielleicht eine Adresse kennt. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, bis gleich, tschüss. In der Technik, Gunde Blandin.